Herzlich willkommen, Thomas Ide, Dr. Thomas Ide. Wir sind hier am zweiten Kongress zum Thema Hochsensibilität in Münsingen im Jahr 2016. Kannst du kurz in einigen Worten umreißen, wer bist du? In einigen Worten ist immer nicht ganz einfach, aber so im Beruflichen würde ich sagen, ich bin Psychiater, arbeite mittlerweile seit fast 20 Jahren in diesem Berufsfeld. Sehe in meinem praktisch-klinischen Alltag immer noch sehr viele Patienten, leite aber auch die psychiatrischen Dienste im Berner Oberland, in Interlaken. Bin da für die ambulante Versorgung zuständig und dann in einem anderen Teilbereich meiner Arbeit bin ich auch Präsident der Nationalen Stiftung Pro Mente Sana. Vielleicht kurz zu Pro Mente Sana. Was ist Pro Mente Sana? Was ist das Ziel von Pro Mente Sana? Pro Mente Sana ist eine Stiftung, die national tätig ist, die sich für Anliegen von Menschen mit psychischen Belastungen einsetzt. Und in dem Sinne sind wir auch so zum Beispiel eben Pulsgeber für die schweizerische Versorgungslandschaft, wenn wir wichtige Themen sehen, die international sehr diskutiert werden, aber in der Schweiz noch fast nicht diskutiert werden, sind das so Themen, die wir aufgreifen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon so im Thema drin. Hochsensibilität ist ein relativ neues Thema. Wenn ich mit Menschen aus der Psychiatrie spreche, spüre ich auch so ein bisschen Unsicherheiten, Unklarheiten auch. Wie kann man das einschätzen? Wie ist deine Haltung dazu? Wie ist dein Umgang auch mit dem Thema Hochsensibilität? Also meine Wahrnehmung ist sehr ähnlich. In der Schweiz ist das Thema wirklich erst am Ankommen. Und es ist ein Thema, das vor allem von Betroffenen, Angehörigen eigentlich zum Thema gemacht wird. Und sonderbarerweise ist das in der Schweiz immer wieder ein etwas steiniger Weg, wenn ein Thema von Direktbetroffenen lanciert wird. Das scheint nicht so eine schweizerische Art zu sein. Beim Thema ADHS oder auch beim Thema Autismus hatten wir ähnliche Thematiken vor 15 Jahren, aber da zeigt sich auch, wie sich dann das doch auch in der Fachwelt eigentlich langsam ändert. Ich denke, wie die meisten bin ich sehr personenzentriert in meiner Arbeit und bei vielen Personen, die ich betreue, ist Hochsensibilität ein Thema. Von daher war es für mich nötig, dass ich mich damit befasst hatte und ich finde es ein sehr spannendes Thema. Es ist ein Thema, das schön zeigt, wie etwas eine Belastung sein kann, aber eben auch eine Ressource. Und dieses ressourcenorientierte Denken ist ja für die Psychiatrie nicht selbstverständlich. Da gibt es vielfach ja auch diese eher problemorientierte Sichtweise. Sind diese Welten der ressourcenorientierten Ansatzweise und Sichtweise der Hochsensibilität und die Welten der Psychiatrie vereinbar? Das ist nicht ganz einfach, wobei es ist auch nicht ein psychiatriespezifisches Thema, sondern ich denke, es hat auch generell mit unserem Gesundheitswesen zu tun, das eben ein Krankheitswesen ist. Wir werden bezahlt für Menschen, die medizinisch diagnostizierte Leiden haben und nicht für Gesundheitsförderung. Aber ich denke, wer lange genug in solchen Themen mit dabei ist, der merkt, dass ja ein großer Teil der Gesundung über Ressourcenaktivierung abläuft und dass dies ja ein viel einfacher Weg ist. Ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was dir, glaube ich, besonders am Herzen liegt, auch das Thema Achtsamkeit. Du führst ja auch solche Achtsamkeitstrackings selber durch. Wie bist du auf diese Arbeit gekommen und gibt es auch da Bezugspunkte zum Thema Hochsensibilität? Ja, das ist ein Projekt, das ich seit mittlerweile gut 10 Jahren mit einer guten Kollegin Karin Hagedorn aus Winterthur verfolge. Wir bieten in der Wüste im Oman und in den Bergen Achtsamkeitstrackings an. Zum Thema kam ich eigentlich durch meine therapeutische Ausbildung in den USA. Ich habe eine Ausbildung in dialektischer Verhaltenstherapie. Das war eine der ersten Psychotherapieformen, die Achtsamkeit inkorporiert hat. Und ich denke, man merkt ja schnell, es gibt so gewisse Ansätze, da klickt es einfach, da versteht man intuitiv, um was es geht. Und Achtsamkeit, das war so etwas bei mir. Das habe ich intuitiv gleich gemerkt, um was es da geht, wie das läuft. Und Achtsamkeit ist etwas, das ich vor allem auch für meinen eigenen Umgang mit Stress und Belastung sehr benütze.
Und deshalb ist das für mich eigentlich mehr ein Hobby als Beruf, eine sehr schöne Nebenbeschäftigung. Okay, ganz herzlichen Dank, dass du da bei uns bist, und für deine weitere Arbeit alles Gute. Danke.